Oh. Bist du gefährlich? Ich weiß nicht. ETF. Herzlich willkommen zu Modded Ark Extinction Core. Super cool. Wir sind auf der Island Map unterwegs. Und zwar diesmal im Norden. Da kommt so ein bisschen wieder Vanilla Ark Feeling auf. Die Erinnerung an Season 1. Super cool. Da vorne ist diese gefährliche Insel. Und da ist ein Truthahn. Ich glaube, der ist auch gefährlich, ne? Besser nicht nah rangehen. Das ist die Fleischfresserinsel. Wir sind also ganz oben im Norden, wie gesagt. Und wir spielen Extinction Core. Das ist die Nachfolgemod von Anunnaki. Ist also von den gleichen Moddern. Und hier gibt es also auch wieder diverse gefährliche, interessante Dinos zu zähmen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt am besten hingehen. Ich kenne mich hier im Norden nicht so wirklich aus. Aber ich denke mal, am Strand wird es einigermaßen sicher sein. Das Erste, was wir brauchen, ist dringend mal ein bisschen Klamotten. Wir können ja nicht die ganze Zeit nackt rumlaufen. Wir spielen wieder Hardcore Modded. Das heißt, ich habe ein riesiges Modpaket zusammengestellt. Wenn euch das interessiert und ihr das vielleicht auch spielen möchtet, schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch das direkt verlinkt. Da könnt ihr euch das gesamte Modpaket über Steam ganz einfach runterladen und es dann genauso spielen, wie ich das jetzt hier habe zum Beispiel. So, so sieht es hier aus. Das sind die ganzen Mods, die wir haben. Wo geht's denn los? Ja, ich glaube, hier geht's dann los. Das sieht nach Many New Items aus. Die Mod ist auf jeden Fall dabei. Und diverse andere. Also ihr seht schon, das ist ein riesengroßes Modpaket. Da sind nochmal mindestens genauso viele Items zusätzlich drin, wie im normalen Vanilla Ark auch schon dabei sind. So, das Wetter ist gerade nicht so ideal. Wir wollten die Rüstung lernen. Schauen wir mal, dass wir in der ersten Episode nach Möglichkeit irgendwo so eine winzig kleine Base aufgestellt kriegen und dann schon mal so ein bisschen loslegen können. Das wäre ganz cool, das ist mein Ziel für heute. Und dann müssen wir uns erstmal hier einarbeiten. Ich habe keine Ahnung von Extinction. Wir haben ja so ein bisschen im Stream Extinction gespielt. Das ist eigentlich alles, was ich über Extinction weiß. Ich weiß, dass es eine beinharte, tiefgehende Mod ist. Also da muss man wirklich bisschen Zeit reinstecken und die ist ziemlich brutal, gerade wenn man alleine spielt. Also ich würde nicht empfehlen, die im Singleplayer ohne andere Mods zu spielen. Da sollte man sich dann schon ein bisschen umgucken nach ein paar anderen Mods, die einem das Spiel so ein bisschen vereinfachen können, denke ich. Das sieht eigentlich ziemlich schön hier aus, ne? Da vorne ist so ein See. Das gefällt mir ganz gut. Vielleicht bauen wir da irgendwo so unsere Anfängerbase hin. Genug Holz und Stein gibt es auf jeden Fall. Ich denke, Metall müsste es dann auch direkt dahinter geben, ne? Da müsste es ja schon direkt in die Berge hochgehen. Deswegen ist es ja auch so gefährlich. Ja, obwohl, hier sind ja keine Berge. Ich glaube, hier ist die Oase in der Nähe. Aber die Berge sind nicht allzu weit weg. Also sobald wir einen gescheiten Dino haben, können wir da auch hinlaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir das wollen. Die sind natürlich auch entsprechend gefährlich. Hier sieht es eigentlich richtig schön aus. Ich denke, hier stellen wir mal unsere Anfängerbase hin. So, was kann man denn schon lernen hier? Ein Speer wäre ganz günstig. Ein Lagerfeuer wäre auch nicht schlecht, falls uns doch mal so ein bisschen kalt wird. Okay, was brauchen wir denn für den Speer? Wir brauchen natürlich auch hier unsere Hacke und unser Hatchet. Fehlt uns erstmal wieder ein bisschen was. Hatchet, Stone, Wood und Thatch. Das holen wir uns jetzt mal. Wood. Stone. Was ist das denn? Oh oh. Oh oh, bist du gefährlich? Ich weiß nicht. ETF! Was war das denn? Also wenn wir an den Himmel schauen, sieht eigentlich alles gut aus, ne? Nur das Wetter ist ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, was das war. Super komisch. Na gut, wir suchen erstmal einen Stein hier. Nicht ablenken lassen, sonst kommt irgendwann ein Dino um die Ecke und frisst uns. Gibt's hier irgendwo Stein?
war das? Lauter komische Sachen passieren hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt. Aber irgendwo muss es doch... Hier gibt's, glaube ich, Steine, oder? Nee, die kann man nicht aufsammeln. Also Steine ist manchmal wirklich das Schwierigste zu finden. Da liegen, glaube ich, welche. Genau, die kann man aufsammeln. So, jetzt haben wir genug Steine. Craftables. Brauchen wir Flint, okay. Das wird natürlich nur was, wenn wir unsere Hacke haben. So, lange nicht mehr angefangen. Stimmt eigentlich gar nicht. Hin und wieder fange ich schon mal wieder was Neues an. So, von Extinction Core haben wir auch auf dem Stream-Server ganz neu angefangen. Aber nicht oft genug, wie es aussieht. Wir brauchen mehr Wood. Wood. Und wir brauchen das Ding. Lernen. Genau, dieses Hatchet brauchen wir. Achso, wir müssen erst den Punkt verteilen. Geht nicht so wie in Conan. Gehen wir mal in Fortitude. Ich habe so ein bisschen Angst, dass uns hier kalt oder heiß oder sowas wird. Hat sie den Hatchet gelernt? Nein. So. Hatchet herstellen. Oh, da ist ein Sarko. Genau auf unserer Insel. Ich glaube, es hat uns gesehen. Super uncool. Eigentlich wollte ich da ja bauen. Aber sieht so aus, als würde es nichts werden. Ich glaube, das Sarko lässt uns nicht. Da müssen wir so ein bisschen abwandern, irgendwo anders hin. Vielleicht da oben auf dem Berg? Da könnte es auch einigermaßen sicher sein. Vielleicht sicherer als an dem See. Da oben gibt es bestimmt keine Sarkos. Okay. Ich glaube, wir haben es abgehängt. Gut. Max-Level von den wilden Dinos ist 840. Also wir sollten uns definitiv nicht mit denen anlegen. So, nehmen wir mal die Beeren mit. Und gleich mal ein bisschen was futtern. Und dann gehen wir mal hier hoch. Da ist halt der Truthahn unterwegs. Ich habe im Moment noch Angst vor allem. Gehen wir vielleicht mal ganz an die Spitze? Achso, da oben geht es noch höher rauf. Ne, das ist ein roter Drop. Super cool. Bringt uns nur nicht so viel. Auf jeden Fall ist es hier schön, auch mit der vorgelagerten Insel. Ich hoffe mal, dass hier keine fiesen Sachen von der Insel irgendwie rüberkommen. Das ist nämlich die gefährlichste... Einer der gefährlichsten Spots auf der gesamten Map, denke ich mal. Yeah. Ach so, da geht sogar ein Weg runter. Dann bauen wir halt hier oben an der Spitze, oder? Können wir schon irgendwas lernen? Wahrscheinlich noch nicht. That roof. Die Foundations kann man schon mal hinstellen. Das ist ganz gut. Und ein Lagerfeuer. Und haben immer noch 3 Punkte. Die stecken wir dann in die Wände, oder? Oder in eine Schlafsack. Das wäre vielleicht noch besser. So, 140er. Wow. Mal sehen, ob wir dich schaffen. Wir brauchen ein bisschen Leder. Gib uns dein Leder. Läuft. Okay. Dann können wir uns jetzt ein paar von diesen Thatch-Dingern herstellen. Craft-Item. Wir brauchen mehr Holz, glaube ich. Holz haben wir. Schnappen wir uns gleich den Baum hier. So ein bisschen überladen. Vielleicht setzen wir erstmal die Foundation hin. Wir bräuchten dringend eine Kiste, wie es aussieht. Foundation first. So. Da steht die schon. Das sind jetzt die ganz normalen Bauteile. Ich sollte wahrscheinlich erstmal Structures Plus lernen und so. Das wäre auch nicht schlecht. Schlafsack. Noch eine Foundation. Schauen wir mal, was geht. Und da bin ich auch schon wieder. Das sieht super cool aus hier mit dieser Sandbank da unten und so. Das sieht richtig schön aus. Gefällt mir super gut. Da schwimmt so ein Pelagornis rum und eine Schildkröte. Und was ich vorher gesucht habe, war das da oben. Das ist so ein seltsamer neuer Himmelskörper. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Verrat's erstmal nicht. Das werdet ihr bestimmt später noch rausfinden. Und ja, euch interessiert bestimmt, was wir alles an Mods dabei haben. Da kann ich euch mal so ein bisschen zeigen, was wir eigentlich dabei haben. Wir haben wieder S+ dabei, natürlich. Das hier ist alles S+ gewesen hier oben. Oder? Mal gucken, wo das alles ist eigentlich. Kibble Vending Machine. Wir haben den Cute Hair Mod dabei. Und das hier müsste alles dann von Extinction Core sein, fast. Wir haben wieder die Medium Stacked Storage Boxen dabei. Da gibt es inzwischen auch welche aus Metall. Die haben wir noch gar nicht getestet. Die kennt ihr auch schon aus der Arkham's Alive Season. Super Trangraph haben wir wieder dabei. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich benutzen. Da schauen wir einfach, ob wir die dann brauchen. Aber ich habe sie mal mit reingepackt. Und dann gucken wir mal, wie sich die Mod entwickelt. Ich kenne mich, wie gesagt, zu wenig damit aus.
wie gut dann die ganzen Tranks und so weiter sind. Und genau das hier ist dann die S-Plus-Mod. S-Plus-Mortar und Pestle können wir zum Beispiel lernen. So. Und die ganzen Pistolen zum Bauen können wir eigentlich auch alle mal lernen. Dann haben wir die. So. Das noch mehr. Repair, Demo Gun. Und alles andere können wir noch nicht lernen. Turret Configurator. Ich weiß nicht, ob dieser Turret Configurator mit den Photon Cannons funktioniert hätte. Das wäre super praktisch gewesen. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Da gibt es also sehr viel in dieser Structures Plus Mod. Das hätte wirklich geholfen, als wir Mäuschen da gebaut haben. Das habt ihr mir in die Comments geschrieben. Das wäre super cool gewesen. Das hätte ich mal testen müssen. So, dann haben wir hier diese ganzen RFC-Teile. Ich denke, die sind von Arc Futurism. Bin ich mir jetzt gar nicht so super sicher. Und dann haben wir hier noch so ein paar andere Sachen. Also wir haben unglaublich viele Mods auf jeden Fall. Das wird definitiv spannend, das auszuprobieren. Ich habe auch wieder die Brücken dabei und ein paar Cages ganz neu. Advanced Rafts, die werden wir auf jeden Fall bald testen. Ich denke, das ist eine gute Idee, wenn wir aufs Wasser gehen. Das ist nicht ganz so gefährlich. Und dann habe ich ein paar von den Echo-Style-Mods auch noch mit dabei. Also wird definitiv spannend, das alles zu testen. Und gehen wir mal noch so ein bisschen in Fortitude. Okay. Ich habe auch schon Feuer hingestellt. Fleisch sollten wir auch bald haben. Genau, das ist auch schon am Grillen. Okidoki. Dann denke ich, gehen wir jetzt erstmal in Holz. Dann lernen wir die Raft, sobald wir soweit sind. Wir sind jetzt Level 10. Das heißt, wir müssen erstmal hier oben ein bisschen was aufbauen, damit wir hier gescheit hochleveln. Und dann gehen wir da unten aufs Wasser. Möglichst weit weg von der Insel, hätte ich gesagt. Hier gibt es ja auch einen Fluss. Da geht ein Fluss direkt rein ins Inland. Da könnten wir dann vielleicht mit dem Raft auch ein bisschen reinfahren. Mal gucken. Das ist eigentlich eine ganz coole Location hier. Ist auf jeden Fall wunderschön. Na gut. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Holz. Wenn wir das schon können. Wooden Wall, Wooden Foundation. Super cool. Dann bauen wir uns hier so eine kleine Holzhütte dazu. Das gibt auf jeden Fall wieder ein paar Level-Ups. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Bolas, super wichtig. Spyglass. Ich habe auch wieder Spyglass-Mods mit dabei. Da können wir es auch mal gucken. Ich habe jetzt die Super Spyglass-Mod mit dabei. Und die Binoglass-Mod habe ich auch dabei. So. Okay, den Rest brauchen wir jetzt im Moment noch nicht, denke ich. Schauen wir mal, was wir davon herstellen können. Ein paar Wooden Foundations wären ganz cool. Da müssen wir erstmal wieder ein paar Bäume ernten. So, das sollte eigentlich ganz gut Level-Ups geben, wenn wir hier eine Base hinbauen. So. Fortitude, was machen wir denn? Movement Speed wäre auch super wichtig, ne? Dass wir vor den Dinos wegkommen. Hier ist schon wieder so ein roter Drop runtergekommen. Und ich habe gerade gesehen, die sind erst ab Level 125 lootbar. Also, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben jetzt 20:44 Uhr, also es wird wahrscheinlich bald ziemlich dunkel werden. Ich habe ein bisschen weitergebaut. Hier fehlen schon die meisten Bäume jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das ganze Holz herholen soll. Und ich habe hier so einen kleinen Balkon gebaut. Ich habe jetzt endlich mit eurer Hilfe herausgefunden, wie man. Okay, das hier stimmt schon mal überhaupt nicht. Raus damit. Wie man diese komischen Wedge-Dinger benutzt. Diese Wood Triangle Foundations heißen die. Genau so sieht das gut aus. Die sind also nur so halb kompatibel mit diesen viereckigen Bauteilen. Aber wenn man die alleine verwendet, dann kann man da ganz cool was draus bauen, so in der Art. Und ich glaube, wenn wir jetzt in dem System hier diese komischen schiefen Triangle Roofs benutzen, dann müssten die eigentlich auch funktionieren. Soll mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich die schon gelernt habe. Roofs, Roofs, Roofs. Sieht nicht so aus. Triangle Roofs. Wo sind die Dinger denn? 45. Vielleicht kann ich den noch nicht lernen? Wood Triangle Roof, okay. Da sind die Dinger. Dann stellen wir uns da ein paar von her. Drei Stück. Passt genau. Und dann gucken wir mal, ob das aufgeht. Ich weiß noch nicht, wie ich das Dach machen will. Das wird ziemlich kompliziert, wenn ich das wirklich auf die Art hier machen will. Okay. Das hat keinen Snap Point. Das macht die Sache natürlich schwierig. Ich vermute, dass wir hier so ein Sloped Wall platzieren müssten, damit das funktioniert, ne? Nehme ich jetzt mal an. Kennen wir das schon? Habe ich das schon gelernt? Wahrscheinlich haben wir kein Holz mehr dafür. Doch. Bauen wir einfach mal einen. So.
Und jetzt... Wir haben die Dinger auf der 4. Es geht immer noch nicht. Super komisch. Die haben sich eigentlich schon mal ganz gut platzieren lassen, ne? Jetzt wollen sie irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung, woran das liegt. Na gut, dann müssen wir das anders handhaben. So, ich glaube, ich habe jetzt alles, um unsere Hütte fertigzustellen. Ich habe hier mal wieder diese Ceilings reingesetzt. Die konnte man da ganz gut setzen. Und da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall jetzt ziemlich hoch alles. Ja, so wollen wir das. Nee, so wollen wir das nicht. Wir wollen das andersrum. So. Also das passt wieder alles nicht mit diesen Ceilings. Da stimmt dann die Höhe nicht und so, aber das ist jetzt nicht so super wichtig. So. Also hier geht es nicht ganz auf. Die Dächer sind irgendwie so ein bisschen versetzt, höhenmäßig. Aber es sitzt auf jeden Fall. Okay. So sieht es jetzt von außen aus. Schöner Balkon. Mir gefällt es eigentlich ganz gut so. Kann man so lassen. Immer so eine Ecke drin. Das steht nicht ganz auf dem Boden. Aber richtig schön hier oben auf dem Felsen auf jeden Fall. Mit S-Plus-Türen, die sich automatisch öffnen. Also alles, was der Mensch braucht. Können wir da noch eine Foundation davor setzen? Das wäre eigentlich ganz cool. Oder wir ersetzen die Foundations durch Holz. Das könnten wir auch mal machen. Wo sind denn die Triangle-Dinger? Nehmen wir mal die raus. Ach, das sind Ceilings, ne? Ja, nehmen wir mal Ceilings. Dann könnten wir hier ja noch so ein bisschen rausbauen wieder. So. Sieht doch ganz cool aus. Dann setzen wir da einfach noch eine Säule drunter, damit es gescheit aussieht. Säulen, Säulen, Säulen haben wir, glaube ich, nicht mehr. Jetzt wollen wir eine herstellen. So. Und die setzen wir dann hier in der Mitte drunter einfach. Na? Ich glaube, das ist die Mitte, ne? Oh je, die steht da wieder durch. Ich glaube, wir brauchen noch eine. Wenn wir die jetzt drunter setzen, dann sollte sie unten drunter sitzen. So, ich glaube, wir müssen außen rum. So, dann nehmen wir die wieder raus. Die Mollisch. Das sind jetzt Vanilla-Säulen. Yeah, das sieht doch super cool aus. Dann machen wir noch einen Zaun außen rum. Und dann passt das. Es wäre halt super cool, wenn es hier so ein schräges Bauteil geben würde, um das hier noch abzuschließen. Oder wir ersetzen den gesamten Boden durch Wood Triangle Foundations. Das könnten wir auch. Da verlieren wir halt unsere Kisten und Sleeping Bag und so weiter. Deswegen lassen wir das, glaube ich, so wie es ist. Dann haben wir da gar keinen Stress. Haben wir noch Wood Foundations? Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Da müssen wir erst wieder Holz holen. Zum Glück gibt es hier einen ziemlich großen Wald in der Nähe, aber man muss doch immer ein Stück laufen. So. Ja. Läuft. Okay. Railings? Kennen wir schon Railings? Wood Railing, kennen wir. Haben wir auch schon gelernt. Ist alles freigeschaltet. Wir brauchen nur noch Holz, nehme ich mal an. S plus Wood Railing. Dann haben wir schon mal eine kleine Base stehen und können hier eigentlich langsam richtig loslegen. So. Yeah. Und mal gucken. Jetzt hole ich erst noch ein bisschen Holz. Mich interessiert es total mit den Rafts. Wir sind jetzt aber erst Level 27. Und die Rafts kann man, glaube ich, erst... Okay, das kann man schon lernen. Advanced Raft. Nice. Crafting Station. Da gibt es eine extra Crafting Station für. Das ist eine ziemlich umfangreiche Mod, so wie ich das gelesen habe. Da bin ich total gespannt reinzuschauen. Jetzt haben wir schon wieder Regen hier. Oh je. Na gut. Hier ist mein Wäldchen, wo ich immer vorlaufe. Die einzelnen Bäume haben wir alle schon abgehackt. So, wir brauchen noch mehr Railings. Alles mit hier. Und dann haben wir eigentlich schon ganz gut vorgelegt für heute, hätte ich gesagt. Für die erste Episode. 11 Stück sollten reichen. Ja, ich bin ultra gespannt, die ganzen Mods auszuprobieren. Gerade diese Raft-Mod. Die klingt wirklich gut. Es gab auch mal eine Karte, das war so eine komplette Meerkarte praktisch mit ein paar Inseln.
Das wäre auch super cool, sowas mal zu spielen, so auf Rafts ausgelegt. Also da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Ich bin die falsche Anhöhe hochgelaufen. Man kann auch nirgendwo runterspringen, da muss ich mich auch wieder dran gewöhnen. Bei Ark Comes Alive hatten wir so viel HP, dass das kein Problem war. Da hätte ich da auch quer drüber laufen können. Genauso wie bei Conan Exiles, da kann man auch so tief springen. Und hier wäre ich fast gestorben vorhin, weil ich da hinten runtergesprungen bin und dann hier rüber gelaufen. Da hatte ich ziemlich viel HP verloren. Na gut, da sind wir wieder. Packen wir das weg und bauen hier noch die ganzen Railings mit dran. So. Läuft. Wunderschön. Wir haben, glaube ich, auch schon eine Storage Box hier stehen. Irgendwo mit drin. Noch nicht stehen. Genau. Die stellen wir uns dann direkt irgendwo hin. Dann haben wir schon eine Storage. Mortar und Pestel haben wir auch schon stehen. Also es geht was voran. Stellen wir das mal hier dann zwischen. Passt nicht so wirklich, ne? Vielleicht hier. So. Wunderbar. Steht fast gerade. Da können wir dann unsere Bauteile zum Beispiel drin lagern. Die Treppe könnten wir nochmal irgendwo installieren, dass wir aufs Dach kommen, wenn wir das wollen. Zum Beispiel hier irgendwo. Ich weiß nicht recht wo. Vielleicht außen? Bräuchten wir zwei Treppen, oder? Übers Fenster. Kann man nicht platzieren. Manchmal lassen die sich ja platzieren an der Wand, manchmal auch nicht. Sieht jetzt so aus, als wollten die heute nicht. Na gut, dann lassen wir das für einen Moment. Ich glaube, wir kommen auch hier aufs Dach, wenn wir das wollen. Oder wir fallen runter und brechen uns den Hals. Also so sieht es von oben aus. Leider konnte ich hier die Schrägen nicht einbauen. Das hätte ich auch gerne getestet. Aber die lassen sich irgendwie nicht platzieren. Die Metallbauteile haben wir ja gerade erst platziert. Also die waren super. Mit dem Holz ging das irgendwie nicht. Wir können auch mal ein Bett hinstellen. Das habe ich auch schon gelernt. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir ein Bett stehen hätten. Aber Fiber und Hide für. Okay, Hide haben wir, glaube ich. Fiber müssen wir erst wiederholen. So, alles voll. Alles damit rein. Und gehen nochmal in Hitpoints. Ganz frisch wieder. Nackt am Strand gestartet. Da kommt ein Drop runter, der interessanter aussieht, aber ich glaube, der ist auch blau, ne? Das ist auch nichts für uns. Okay. Achso, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, ne? Hide und Fiber. Ich wollte schon wieder Holz holen. Gewohnheit. Die Gewohnheit lässt dann wieder Holz sammeln. Die Pelagornis sind auch so super cool. Da vorne ist auch ein Petri. Ein Petri wäre super wichtig. Wir bräuchten Petri, dass wir endlich mal gucken können, was hier eigentlich so abgeht in der Gegend. Ich stelle mal das Bett hier in die Ecke. Da ist ja noch Platz. Wunderschön. Dann haben wir jetzt ein Bett stehen. Gut. Was machst denn du hier? Schnabel durch die Wand stecken. Die sind ganz schön groß. So, wir bräuchten dringend Cementing Paste, damit wir uns den Grabstein hinstellen können. Ich habe wieder die Gravestone Mod mit drin. Personal Gravestone. Das heißt, wir können da unsere Sachen holen, wenn wir sterben sollten. Ich glaube, das passiert oft, weil Extinction Core. In Extinction Core braucht man die Mod auf jeden Fall. Es ist sonst wahrscheinlich ziemlich zäh. Wir könnten jetzt Schildkröten töten oder Insekten holen. Ich weiß nicht, was da besser ist. Insekten müssen wir wahrscheinlich erst wieder suchen. Da vorne ist, glaube ich, ein Alpha-Dodo oder sowas unterwegs. Zwei riesige, leuchtende Dodos. Je. Ich glaube, wir suchen uns mal eine Schildkröte, die wir schaffen. Das wäre so das Einfachste, was wir machen können, glaube ich. Chitin oder Keratin. Können natürlich auch Säbelzähne jagen, aber ich glaube, die jagen eher uns. Da draußen ist eine Schildkröte, die habe ich vorhin hier am Strand gesehen. Gar nicht so einfach am Anfang. Also ich suche jetzt entweder eine Schildkröte oder wir werden sowieso irgendwo von Insekten überrascht. Oh, das ist ein Dillo. Müssen nur tierisch aufpassen, weil wenn es jetzt ein Level 600er Dillo oder so ist, dann wird der uns ganz böse auseinandernehmen. Auch wenn es nur ein Dillo ist. Oh, das sind Kompis. Drei Kompis. Oh oh. Die sind auch ziemlich high level. Aber die sind auch langsam. Okay, wir haben sie. Der ist doch. Ist der tot? Ja.
ausreichen, alle tot. Gut. Gut, gut. Wir können auch das Leder mitnehmen. Das ist auch noch ganz kostbar jetzt am Anfang. Da kommt ganz schön viel Leder runter von so einem Kombi. Glaubt man gar nicht, aber wir haben ganz schön viel Haut. So, das ist ein Dillo. Der steckt aber auch fest. Gut, die Dillos sind auch nicht schlauer geworden. Die stecken immer in den... Da ist das Ding wieder. Gucken, was das macht. Kann man das... Mouse-Droid. Was kommt da raus? Kommt da überhaupt irgendwas raus? Ich glaube nicht. Okay, der liegt da jetzt. Mouse-Droid. Schau mal, kann man die nicht abernten. Super ulkiges Ding. Oder man braucht bessere Tools, ich habe keine Ahnung. Mal weiter gucken, ob wir eine Schildkröte irgendwo finden. Ich hoffe, wir finden keinen Raptor oder so, dann ist es nämlich aus. Hä? Ich glaube, wir sind durchs Wasser getapst. Bin so ein bisschen vorsichtig am Anfang. Ich will nicht von irgendwas überrascht werden. Manta? Achso, der ist ans Ufer gesprungen, ne? Leder? Fischmeat brauchen wir eigentlich nicht. Ich werde überladen. Noch ganz viel Beeren. Na gut, sieht nicht so aus, als würden wir hier eine Schildkröte finden. Juhu, ich habe eine Schildkröte gefunden. Level 112. Ich glaube, die sollten wir schaffen. Die steckt hier nämlich zwischen den Bäumen fest. Kann sich nicht wehren. Sieht ganz gut aus. Und alles nur eine Frage von Stunden. Oh, erster Speer ist down. Der hat eh ganz schön lang gehalten. Komm schon. Ich habe jetzt mal die Damage Overlays angestellt. Ich habe gedacht, beim Hardcore Modded kann es mal nicht schaden, wenn man sieht, was hier läuft. Da haben einige von euch immer nachgefragt, ob ich mal diese Damage-Anzeige einstellen könnte. Ich finde die ein bisschen störend manchmal, aber im Modded ist sie auf jeden Fall sinnvoll. Damit man wenigstens weiß, wie viel Schaden man macht. Weil die Dummies zeigen das ja immer falsch an. So, jetzt müssen wir das alles wieder zurücklaufen. Oh, die Wälder. Ich glaube, wir bleiben besser am Strand. So, Smelting Paste ist am Craften. 16 Stück sollten uns reichen. Dann bauen wir uns den Gravestone. Personal Grave. Und stellen uns den hier vors Haus. Dann sind wir erstmal für einen Moment sicher. So, wo stellen wir den am besten hin? Vielleicht hier unten irgendwo. So. Wunderschön. Das ist doch mal eine schöne Stelle, um wieder aufzuwachen oder begraben zu werden. Na gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall Cementing Paste. Wir haben auch so ein bisschen Keratin noch übrig, falls wir irgendwas vorhaben. Und ja, dann würde ich sagen, war es das langsam für die erste Episode. Wir haben eine schöne Hütte hier hingestellt. Mit super Aussicht. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Der Balkon sieht ziemlich cool aus. Na gut. Jo, nächste Episode testen wir dann die Advanced Rafts. Da bin ich schon ultra gespannt drauf. Mal sehen, was man mit denen so anstellen kann. Mir macht super viel Spaß, hier wieder neu anzufangen. Und ich finde es auch richtig cool, mal wieder auf der Island Map unterwegs zu sein. Ich hoffe natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Gerade jetzt unter dem ersten Video der Season. Würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss. Heute mit Verbeugung.